In Portugal liegt die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bei über 160. In Spanien bei 190 pro 100.000 Einwohner. Und die Delta-Variante ist in mehreren Regionen dominant. Im Namen der französischen Regierung gibt der Europaminister eine drastische Empfehlung aus. Wenn Sie Ihre Ferien noch nicht gebucht haben, reisen Sie nicht nach Spanien und Portugal. Dies ist ein Rat zur Vorsicht. Es ist besser, in Frankreich zu bleiben oder in andere Länder zu fahren. Besonders die Lage in Portugal gibt Anlass zur Sorge. Die britischen Behörden haben gerade entschieden, dass geimpfte Urlauberinnen und Urlauber, die aus Spanien zurückkehren, nicht mehr in Quarantäne müssen. Deutschland hat die Reisebeschränkungen für Portugal vor wenigen Tagen gelockert.